Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, Paterbot, Beziehungscoach, Schiefungspsychologe und so weiter und so fort in Hamburg, in der Nähe von Murnau, diesmal Videoblog. Und ja, wir haben heute das Gute-Laune-Thema 17 Zeichen, dass du mit jemand zusammen warst, der antisoziale oder, könnte jetzt auch volkstümlich sagen, asoziale Persönlichkeitsanteile hat, wenn du aus solchen Geschichten rauskommen willst oder erst gar nicht wieder reinkommen willst, guck dir auf jeden Fall meine Arbeit an, umprobieren-liebeschips auf liebeschip.de, Liebeskummerkurs, Selbstliebe, bla bla bla, alles mögliche, sehr geil. Und gerade haben wir ja auch sowas Schönes wie Ex-Detox und so weiter. Ja, genau, also ich blende das Video ja auch nochmal ein, Video gemacht, das aus dem ICD-11, der ja ab 1.1.22 losgeht, man gibt es noch eine Übergangszeit, aber fällt ja narzisstische Persönlichkeitsstörung aus, fällt auch die antisoziale Persönlichkeitsstörung raus. Meine Psychopathie ist ja eh nicht drin, weder im ICD-10 noch im DSM-5. Ich will jetzt nicht zu sehr in die Details gehen hier. Ich sage am Ende nochmal was dazu. Es gibt halt einen großen Überschnitt, ne, zwischen narzisstischen Persönlichkeitsproblemen und psychopathischen. Das ist natürlich einfach nochmal Narzissmus hoch 10, wenn man so will. Und antisoziale Geschichten haben sie beide. Also man muss, aber ich werde am Ende nochmal was dazu sagen. Wir gehen einfach mal durch diese 17 Zeichen durch, würde ich sagen. Ach ja, bevor ich es vergesse, ein sehr gutes Buch werde ich auch mal verlinken. Habe ich mich auch teilweise ein bisschen aufbezogen, ist Psychopath Free. Packe ich mal hier drunter. Ist echt cool. Vielleicht kennt das der eine oder andere auch schon. Aber gut, ich habe ja auch noch weitere Sachen zusammengepackt. Aber genau, ein bisschen schöne Leseempfehlung. Gut, also. Und zwar, also jetzt müssen natürlich jetzt nicht alle Punkte sein oder ein einzelner Punkt ist vielleicht auch nicht so gravierend. Also es geht so ein bisschen um das Muster, ne? Punkt 1. Da haben wir wieder, dass man so reingezogen wird mit Idealisierung, Lovebombing und so exzessiven Gebrauch von Komplimenten. Ja, wenn man wirklich in diesen absoluten, ja, Horrorbeziehungen ist, eben so diese, ja, sagen wir mal, psychopathischen Anteile haben oder antisozialen Anteile, dann sind das Menschen, die merken auch einfach genau, worauf ihr abfahrt, und das ist wirklich total verrückt. Also wenn du abfährst auf, ich hätte gerne immer mal ein Kind, dann werden die sagen, oh, ich will mich mit dir ein Kind haben, ne? Oder wenn du abfährst auf, was weiß ich, Komplimente für dein Aussehen, dann werden sie das machen. Und das ist wirklich, das ist so diese kalte Empathie manchmal, dass sie dann auch, ohne dass du es gesagt hast, spüren, worauf du so richtig abfährst, und damit wirst du dann reingezogen. Punkt 2. Ja, sie nähern sich quasi an deinen Emotionen und ja, machen gern so dieses diese Mitleids-Sob-Stories. Du wirst unter Umständen dann hören, ja, also erstmal wirklich diese Person natürlich häufig total nett, und dann wirst du vielleicht hören, ja, meine letzte Beziehung, es war aber echt nur Drama, ganz schlimm, und ich bin missbraucht worden, was natürlich normalerweise so sein kann, aber jetzt in diesem Zusammenhang ist es eben auch so eine Schuldumkehr. Und du bekommst dann vielleicht gesagt, so alles, was sie jetzt wollen, ist Frieden und so. Und dann denkst du, ach prima, will ich ja auch. Und dass die Drama hassen. Und aber was du dann sehen wirst, ist, das Drama kommt dann massiv in dein Leben, so, ne? Dritter Punkt, ja, Dreiecke hoch 10. Also du wirst einfach ruckzuck wieder in irgendwelche Dreiecke gezogen. Ja, ob das jetzt gesagt wird, boah, das ist aber auch eine nette Frau, die da hinten gelaufen ist, oder ein netter Mann, oder du hörst plötzlich wieder von irgendwelchen Exen, mit denen irgendwas gemacht werden muss, zurückgegeben muss, getroffen werden müssen, aus irgendwelchen völlig absurden Gründen. Also, und dann geht schon wieder diese Mind Games los, dass du dich fragst, was soll das jetzt, warum, und warum habe ich ständig mit irgendwelchen anderen Leuten zu tun, weil ich in einer neuen Beziehung bin. Ja, vierter Punkt, ja, das Umschreiben von Realität. Ja, das heißt vor allen Dingen, wenn du jetzt bemerkt hast, dass da irgendwas Komisches läuft und du das konfrontierst, dann werden diese antisozialen Menschen extrem kritisch. Dann heißt es, du bist einfach zu sensibel, du bist verrückt. Und dann ist nicht, also dieses missbräuchliche Verhalten, was du vielleicht vorher gesehen hast, ist das Problem, sondern deine Reaktion
auf dieses missbräuchliche Verhalten, wird dann als Missbrauch genannt. Und also das heißt, es ist, nehmen wir mal an, was weiß ich, ist der knallhart angelogen worden und beschwerst dich, dann wird gesagt, ey, du verdrehst die Wahrheit, du bist ein Narzisst, du bist so und so. Und also es wird einfach komplett verdreht alles. So, fünfter Punkt. Dir wird vorgeworfen, dass du bestimmte Emotionen fühlst, wie zum Beispiel Eifersucht, während diese vorher gar nicht da war und diese Emotionen quasi in dich reingesetzt worden sind oder provoziert worden sind. Also das heißt zum Beispiel, du siehst diesen Partner flirten mit irgendjemand anders, mit einer Ex oder so. Und wenn du was dann sagst, dann heißt es halt, du hast ein Problem mit Eifersucht, während du ja das eigentlich im Prinzip überhaupt nicht hast, kann sein, dass du noch nie ein Problem mit Eifersucht hattest, aber jetzt in dieser Beziehung hast du eins, weil du plötzlich, wie gesagt, immer diese Dreiecke davor gepackt kriegst diese Emotionen in dir, es kann auch Wut sein, Eifersucht, irgendwas Negatives, halt hervorgerufen worden ist durch einfach asoziales Verhalten, muss man so platt zu sagen, ne? Sechster Punkt, pathologisches Lügen, ganz wichtiger Punkt. Also du merkst einfach, dass da Unwahrheiten gesagt werden, es gibt immer Entschuldigungen für irgendwas, du merkst, dass die Lügen wirklich in Lichtgeschwindigkeit kommen, also muss jemand überhaupt nicht nachdenken, das liegt natürlich auch daran, dass überhaupt kein Schuldbewusstsein da ist, auch keine Angst vor Bestrafungen. Und du wirst auch merken, dass gelogen wird über Sachen, die einfach völlig absurd sind, ne? Also, was weiß ich, welche Farbe ist in deiner Wohnung an der Wand? Blau, aber es ist rot, was eigentlich überhaupt keinen Sinn macht irgendwie. Aber du stellst dann fest und denkst, warum hat er mich jetzt angelogen über die Farbe? Und dann geht natürlich, weil so unser Gehirn immer Kontrolle herstellen will, geht das denn los? Warum bin ich da jetzt angelogen worden? Warum, ist natürlich jetzt nur ein Beispiel mit der Wand, ne? Also warum lügt er mich an über die Farbe der Wand? Und dann fragst du danach und dann sagt er, ne, das hast du falsch verstanden und ich habe doch schwarz gesagt und nicht rot. Und du kriegst wieder totalen Mindfuck und denkst, was soll das? Was soll das? Und dann wird natürlich auch über beziehungsrelevanten Sachen gelogen. Und ich habe noch nie ein Kondom benutzt, weil ich überhaupt nur zwei Frauen hatte. Und dann ziehst du die Nachttischschublade auf, alles voller Kondome oder whatever. Es passt einfach alles nicht zusammen. Und wie gesagt, also am irritierendsten finde ich manchmal diese Lügen, die eigentlich mit der Beziehung gar nichts zu tun haben. Wo du einfach siehst, boah, da hat jemand einfach ein völlig lockeres Verhältnis zur Wahrheit. Und du weißt auch nicht, warum, aber offensichtlich, weiß nicht, manchmal können wir auch meinen, es macht Spaß. Also es ist ja häufig so bei Menschen, die so in die Richtung gehen, dass man den anderen auch Spaß daran, dass sie dich komplett verwirren und aus der Mitte werfen. Und naja. Siebter Punkt. Ja, das geht auch so in die Richtung Dreiecke. Das bedeutet, dass so Konkurrenz geschürt wird und auf so eine ganz crazy Art so alte Ex-Partner wieder reingezogen werden. Da muss man echt aufpassen, dass man nicht so ein bisschen paranoid wird. Aber es kann wirklich verrückte Sachen sein, dass zum Beispiel, irgendwelche Fotos hochgeladen werden auf Social Media, die vielleicht aus der Vorbeziehung sind. Und klar, das kann man natürlich mal machen, aber jetzt in dem Fall einfach dazu dienen, diese Vorbeziehung wieder irgendwie aufzuwärmen, warm zu halten. Du merkst es vielleicht, du merkst, dass die Aufmerksamkeit nicht mehr ganz so auf dir ist, vielleicht irgendwie jemand abwesend ist und emotional abwesend und macht aber trotzdem, gibt da offensichtlich eine riesen Energie rein, Aufmerksamkeit zu bekommen von anderen Menschen und du merkst einfach, dass du in Konkurrenz stehst zu anderen und kannst aber nicht so einen richtigen Finger drauflegen. So. Achter Punkt, zurückhalten von Aufmerksamkeit und unterminieren deines Selbstbewusstseins. Also nachdem du in dieser Lovebombing-Phase total reingezogen bist, wird der andere plötzlich komplett gelangweilt von dir. Das ist total irritierend, kränkend. Bekommst dieses Schweigebehandlung oder jemand ist regelrecht abgefuckt, dass du in seiner Nähe bist und du hast das Gefühl, dass du in dieser Beziehung mit ihm bist, ist für deinen Partner einfach nur noch eine Anstrengung und ein Abfuck irgendwie und das ist und das hat sich quasi von nichts auf gleich ruckzuck geändert.
Dann, ja, große Selbstbezogenheit und ein unfassbarer Hunger für Aufmerksamkeit. Also wenn du mit so einem asozialen, früher, wie gesagt, mehr psychopathischen Menschen in einer Beziehung bist, also die ziehen die ganze Energie aus dir raus. Und dieses ständige Bestätigtwerden ist einfach unstillbar. Du dachtest bisher vielleicht immer, dass es reicht, wenn du ihm das gibst, aber du merkst dann vielleicht, dass auch wirklich einfach, weiß nicht, völlig unabhängige Leute da reingezogen werden und dass du einfach komplett austauschbar bist. Dass also auch selbst Menschen, die, wo du genau weißt, das wäre nie ein potenzieller Partner für dein Date. Selbst von die werden sozusagen angeflirtet und so. Ich sage immer so, der, was weiß ich, ach, ich will jetzt nichts Bodyshaming-mäßig sagen, aber irgendjemand, wo du genau weißt, das wird nie in Frage kommen, aber selbst diese Person wird angeflirtet, gelovebombt. Einfach um auch da, selbst aus Personen, die gar nicht in Frage kommen, einfach auch da diese Aufmerksamkeit, diese Bestätigung rauszuholen und du stehst quasi daneben und guckst es mit an und fragst dich, wie fucking austauschbar bin ich eigentlich, ne? Du erkennst deine eigenen Gefühle nicht wieder. Also während du vielleicht sonst in Beziehung warst, ja, wo du diese Themen hatten, jedes Thema hattest, aber was hatte ich nicht. Klar, man hat vielleicht mal Liebeskummer gehabt, aber das hatte ich nicht völlig aus der Bahn geworfen. Es ist in diesen Beziehungen halt so, dass du ständig weinst, dich ständig entschuldigst, nicht mehr schlafen kannst, nicht mehr essen kannst. Das kann ja auch einfach in toxischen Beziehungen passieren, aber also diese Art von richtig asozialen Beziehungen ist es halt nochmal alles hoch drei. Das kann auch ein sehr kurzes Date gewesen sein mit deinem Partner, aber du fühlst dich einfach komplett verrückt, ausgelaugt, leer, also das Gefühl, die ganze, also wie heißt das hier bei Harry Potter, die Dementoren, also alles, die ganze Lebenskraft wird aus dir rausgesogen, quasi. Genau, so, dann Punkt 11. Was da alles passiert, es wird überhaupt keine Verantwortung übernommen, das heißt, wenn du das so konfrontierst, dann, ja, also selbst wenn du es belegen kannst, ist also einfach überhaupt kein Mitgefühl, keinerlei Schuldbewusstsein. Dann 12. Punkt, dein Date hat vielleicht einen extremen Erlebnishunger, du hast das Gefühl, er braucht ständig Thrill, also auch auf so eine wirklich extreme Art, also viele, die in diese psychopathische Richtung haben extrem Problem mit Drogen, also alles, was so Pizza, Pommes hoch 10, hoch 20, so, ne, also total, immer muss irgendwie Drama, also nicht nur Drama, muss einfach irgendwas los sein, wie auch immer. Dann 13. Punkt, parasitärer Lebensstil, also das heißt, jemand zeckt sich so richtig rein in dein Leben, also du merkst auch, irgendwas geht überhaupt nicht um dich, es geht einfach nur darum, dass da jemand in dein Leben reinkommt, an deinem Geld, deinem Erfolg, deinen Freundschaften teilhaben kann, beziehungsweise wenn die Freundschaften stören, werden die halt unterminiert. Und ja, du hast das Gefühl, du hast einfach ja wie so eine Zecke, die das ganze Blut aus deinem Leben raussaugt. Und es geht überhaupt nicht um dich, es geht einfach nur darum, ja, abzusaugen, so, ne? Dann 14. Punkt, Impulsivität, also dann Date hat ein Riesenproblem mit Impulskontrolle. Das kann bedeuten, dass er plötzlich sehr aggressiv wird, wütend wird, dass er irgendwie total gemeine Sachen sagt, dass er dir Angst macht. Hast einfach das Gefühl, da hat sich jemand überhaupt nicht unter Kontrolle. 15. Punkt. Schon mal Anknüpfungspunkte mit Kriminalität, weiß ich nicht, Verurteilung, Anklagen, all das ganze Zeug so. 16. Punkt, viele kurzzeitige eheähnliche Beziehungen, da wären wir so im Bereich Heiratsschwindler oder sowas, ne? Also es wird sozusagen jemand reingezogen und es geht so Volldampf los und auch so, ja, wir sind also eheähnlich, wie der Begriff schon sagt, aber es ist extrem kurzzeitig. Und 17. Punkt, eine unfassbare Gleichgültigkeit. Ja, wie gesagt, wenn wir mal in diesen traditionellen Begriffen bleiben, da im DSM-5 hatten wir ja Histrionie, Narzissmus, Borderline und eben dieses Antisoziale, wobei dieses narzisstische Element halt und dieses Dramatische halt in allen vier Sachen drin ist. Deswegen hat man das auch so auseinandergezogen jetzt im ICD-11, der jetzt rauskommt, weil man einfach sagt, also das geht einfach so ineinander über und
Jemand, der vielleicht antisoziale Persönlichkeitsstörungen kriegen würde, wird auch noch zusätzlich narzisstische Persönlichkeitsstörungen kriegen und oder vielleicht noch mehr. Und das haut einfach nicht hin, wenn es eigentlich immer das Gleiche ist. Deswegen, wie gesagt, ich packe das Video nochmal rein. Hat man jetzt so nach bestimmten Lebensbereichen, Persönlichkeitsbereichen das aufgeteilt. Und da haben wir eben die bekannteste Persönlichkeitstheorie ist eben nicht dieses 16 PF oder so, sondern es sind eben die Big Five. Das ist, ja, weiß nicht das bekannteste, aber in der Psychologie am besten untersucht, hat die breiteste wissenschaftliche Basis und einer von diesen fünf Faktoren, ich gehe da jetzt nicht alles drauf ein, dass wir das Video einfach zu lang machen, ist eben dieses, ja, diese, so eine antisoziale Haltung. Und das wird eben ICD-11, werden halt diese fünf Persönlichkeitsbereiche angeguckt und wird geguckt, ob da grundsätzlich die Sachen da sind für eine Persönlichkeitsstörung und welche Schweregrad. Und dann wird sozusagen das Persönlichkeitsprofil bestimmt. Wie gesagt, also nur weil jetzt eine dieser Sachen auftritt, ja, heißt es nicht, dass er mit Psychopathen zusammen ist oder so, überhaupt nicht. Aber das ist halt so die letzte Ausbaustufe so der toxischen Beziehung, würde ich mal sagen. Es kommt halt noch so dieses, würde ich immer sagen, während so der Feldwald-Wiesen-Narzisst von Domschen gar nicht merkt, was er macht, kann man so bei jemand, der so extrem nach altertümlichem Begriff psychopathisch unterwegs ist, durchaus absolut eine Bewusstheit dafür haben und dem macht es einfach sogar Spaß. Der hat vielleicht schon Frösche aufgeblasen in der Kindheit und ja, also weiß ich nicht, ist einfach also so ein bisschen Hannibal Lecter-mäßig, sage ich mal so. Ne? Was jetzt nicht heißt, dass so Anteile in die Richtung selten sind. Also wie gesagt, nach diesen alten Begriffen kannst du durchaus jemanden haben, der narzisstische Anteile hat, psychopathische Anteile hat, Borderline-Anteile hat und dann muss man einfach gucken, in welchem Ausmaß. Aber wir wollen ja eh nicht so viel immer diagnostizieren. Ich habe es einfach nochmal gemacht, weil das einfach nochmal zeigt, was ist sozusagen einfach die Königsdisziplin der toxischen Beziehungen. Und aber wie gesagt, Menschen, die so stark in die Richtung gehen, sind schon selten. Wenn es, also Psychopathie ist eigentlich auch nochmal krasserer Begriff als antisoziale Persönlichkeitsstörung. Bei dem, was man so mit Psychopathie meinte, vermutet man eben auch ganz viele körperliche Anteile, hohe genetische Geschichte und so weiter und so weiter. Hohe Komorbiditäten, Komorbidität, ja. Mit Drogen, wobei man jetzt fragen muss, was wir zuerst da machen, einen Drogensohn, beziehungsweise holen noch mehr das Schlechte aus einem raus oder ist eben, ja, ist Antisoziale vorher gewesen, ist Erlebnishunger und ja, führt dann eben zu diesem Verhalten. Ja, grundsätzlich muss man es, glaube ich, immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber man sollte es auch nicht verharmlosen. Also es gibt einfach Menschen, die unfassbar asozial agieren und man kriegt es einfach nicht mit, weil man so in Lovebombing und in der ganzen Manipulation eingewoben wird. Trotzdem, wie auch immer, geh raus aus diesem Opferdenken, mach die fucking Kurse bei mir, dass du diese Anziehungspunkte da los wirst und ja, also wie gesagt, sieh schon, was da war und auch wie du da vielleicht Opfer geworden bist, aber verharr nicht da drin und nimm dein Leben in die Hand und gestalte das und mach dich nicht klein, lass dich nicht unterkriegen und blass nicht andere Menschen auf. Ja, also viele sind auch nicht, ja, also natürlich können psychopathische Menschen definitiv gefährlich sein, aber manchmal bläst man das auch auf, weil man in dieser Co-Abhängigkeit so viel Ängste hat, diese Angst davor, dass jemand so gemein ist. Und dann bläst man manchmal auch Menschen, die einfach Feld, Wald und Wiesen egozentrisch sind, bläst man manchmal auf zu, ja, ist so der schlimmste Psychopath der Welt. Es ist schwierig. Also wie gesagt, ich will es weder verharmlosen, aber man muss auch aufpassen, dass man so ein bisschen die Kirche im Dorf lässt. Und da muss schon viel zusammenkommen, dass man wirklich sagen würde, boah, das ist jetzt wirklich mal so ein Partner, der in die Richtung geht. In diesem Sinne, hoffe, das war eigentlich verständlich genug, ihr könnt gerne kommentieren und wir werden uns wohl wiedersehen.